Zeit. Hallo zusammen. Heute mal ein Video, mit dem ich so ein bisschen einem Mythos hinterhergehen möchte. Es geht darum, wie fährt man am besten mit welchem Reifendruck? Sprich, ich werde heute mal eine Tour fahren. Die ist nicht meine typische Pendelstrecke. Es ist heute auch Samstag, das wird auch keinen Sinn machen. Da sind die Autobahnverhältnisse komplett anders, als ich sonst gewohnt bin. Nein, ich fahre ein bisschen hoch A27 Richtung Cuxhaven, werde dann bei Wolfsbüttel runterfahren auf die Landstraße und werde dann über die Landstraße auch zurückfahren. Genau hierher, wo wir gerade stehen. Das ist mein Standard-CCS-Lader, den ich habe hier in dem kleinen Vorort von Bremen, Ritterhude. Und dann werden wir danach den Reifendruck mal hochsetzen und werden die gleiche Strecke nochmal fahren. Und am Ende werden wir da gucken, was wir dann auf dem Ergebnis haben. Sprich, wie hoch war der Verbrauch jetzt für die Strecke. Besonders wichtig ist halt wirklich, dass ich diese Strecke genau im gleichen Zyklus fahre. Ich fahre jetzt los und werde danach nochmal hier mich hinstellen. Ich werde nicht laden, sondern werde ein kurzes Zwischenfazit posten und werde dann gleich weiterfahren. Und danach, wenn ich vielleicht mal lade oder so, werde ich dann das Ganze kommentieren, was die Ergebnisse angeht. Natürlich auch nach der ersten Fahrt mal eben anzugeben, was habe ich verbraucht. Da weise ich gern darauf hin, wir sind hier wirklich im norddeutschen Flachland. Hier wird es wenig Chancen auf Rekuperation geben. Zudem fahre ich bei 20 Grad Außentemperatur, trockene Verhältnisse heute, werde ich definitiv im Sportmodus fahren und ich werde auf Reku 0 fahren, sprich ich ziehe das rechte Pedal komplett durch. Ja, und dann gucken wir uns jetzt mal die derzeitigen Werte an, die ich vor Abfahrt habe, und dann geht's auch schon los. So, das ist der aktuelle Stand. Also, ich habe einen Reifendruck von 2,4 Bar. Den hatte ich früher nicht. Ich bin eigentlich sofort, als ich den Wagen gekauft hatte und die Alufelgen drauf gebaut hatte, mit einem Reifendruck von 2,8, 2,9 Bar gefahren. War jetzt aber letztens bei der Inspektion und dort wird der Luftdruck geprüft und sie haben ihn auf die 2,4 Bar zurückgesetzt. Ich habe es eigentlich nur gemerkt dadurch, dass der Wagen deutlich komfortabler zu fahren war und dass die Abrollgeräusche deutlich leiser waren. Auch das werde ich gleich mal eben kommentieren. Ansonsten, vom Verbrauch her, habe ich gefühlt keine Veränderung gehabt. Kann aber auch damit einhergehen, dass ich meinen Fahrstil geändert habe und von maximaler Rekuperation auf keine Rekuperation gegangen bin, nach einer Empfehlung aus meiner WhatsApp-Gruppe, in der einige Ioniq-Fahrer sind. Und ich deswegen vielleicht auch tatsächlich sparsamer fahre. Ja, also von daher gucken wir jetzt mal, resetten die Werte. So, 16,4 ist nur die kurze Strecke hierher. Und dann fahren wir gleich los. So, wir müssen jetzt erstmal gleich einen U-Turn machen. Das heißt, hier geht es runter auf die kleine Ortsumgehung, Durchfahrt, nicht Umgehung, Umgehung ist die Autobahn. Zum Tempo, ich werde den Limiter nutzen, auch auf der Autobahn, und werde trotz freigegebener Strecke den Limiter auf 130 km/h setzen. 130 km/h ist für mich Autobahntempo, alles darunter ist eine Schleichfahrt. Ich bin keiner, der schleicht, und von daher müsst ihr damit leben. So, wie gesagt, Samstag heute, gefühlt kauft die halbe Welt ein. Auch damit müsst ihr leben. Ich werde das mal eben aufhören zu quasseln, dann kann ich das hier gleich rausschneiden mit den ganzen Ampeln und dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht. So, kleine Nebeninformationen noch. Ganz schön viel los hier, aber soll mich nicht stören. Derzeitiger Verbrauch liegt bei 12,2, 12,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich fahre Driver Only. Die Klimaanlage ist komplett abgeschaltet. Es sind 19 Grad jetzt draußen gerade aktuell. Wie gesagt, im Sportmodus mit einer Reku von 0. Ja, ich glaube, damit habe ich erstmal alles das, was so interessiert. Thank you.
So, jetzt geht es auch auf die Autobahn, wie man sieht. Autobahnauffahrt Richtung Bremerhaven. Kurz vor meiner Autobahnabfahrt sollte es noch eine kleine Baustelle geben. Ich erwarte jetzt aber nicht zu viel Verkehr an der Stelle. Und werde jetzt auch schön brav von der 30 fahren. Ja, da sieht man einen Dinosaurier live und in Farbe. Was der da hinten gerade an Ruß rausspuckt, ey. Wahnsinn. Dass das nicht gut sein kann für die Umwelt, das sollte uns allen klar sein. Und an der Stelle bin ich dann doch immer wieder fest davon überzeugt, die richtige Wahl mit meinem Elektroauto getroffen zu haben. Und an all die da draußen, die jetzt wieder kommen mit der Batterieproduktion, ich glaube, da werde ich auch irgendwann nochmal in einem Video meinen Senf dazu geben. Aber nicht an dieser Stelle. So, das ist die Autobahnabfahrt. Hier geht es runter. Ich konnte jetzt konstant 130 fahren die ganze Zeit. Und ein bisschen Abwechslung tut gut. Wir fahren über Land die Strecke zurück. Vielleicht melde ich mich zwischendurch nochmal. Aktueller Verbrauch derzeitig 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ganz bisschen Stadt und dann gleich auf die Autobahn rauf. Gleich 130. Das kommt aber raus. Keine Rekuperation möglich. Sehr, sehr flach alles. Von daher, ja, gucken wir, wo es am Ende rausgehen wird. Kleiner Zwischenstand an der Stelle. Der Reifendruck von 2,4 anfangs hat sich jetzt auf 2,5 erhöht nach der Autobahnfahrt. Und wir liegen bei 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Landstraßentempo gerade in diesem Moment 110 km/h. Laut Tacho ist eine reichliche Abweichung drin. Ich denke mal realistische 105 sind es hier. 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nach der Tour bisher. Bisschen durch die Dörfer, bisschen über Land. Jetzt gerade mal wieder nicht 70 km/h, sondern 100 km/h Landstraßentempo. Reifendruck immer noch stabil bei 2,5 bar, sprich der erhöht sich um 0,1 bar zwischen kalt und warmem Zustand. Dementsprechend werde ich den Reifendruck gleich, ich denke mal, auf 2,9 bar im warmen Zustand erhöhen. Wir werden so schnell nicht abkühlen. Ja, und dann fahren wir die Tour gleich nochmal. Ich denke mal, realistisch gesehen, jetzt noch 10 Minuten. Dann sind wir wieder an der Hemmtankstelle. Und dann werde ich den Reifendruck erhöhen. Und dann geht die gleiche Tour nochmal von vorne los. So, da ist die Tankstelle. An der Tankstelle ist gleichzeitig der Allego Triple Charger. Und da werde ich jetzt mal gucken, dass ich hier einen Platz bekomme zum Luftpumpen. Oh Mann, jetzt muss ich mich tatsächlich mal hinten bei einem Auto anstellen, damit ich an der Zapfsäule vorbeifahren kann, um Reifendruck aufzufüllen. Na los, bewegt den Dinosaurier nach vorne bitte. Um einen Dinosaurier zu fahren, ist eine Menge umständlicher Systemorganisation zuständig, bis sich das Ding in Bewegung setzt scheinbar. Klappt doch, danke. We'll be right back.
Reifendruck. Zeigt da gerade noch nicht alle aktualisiert an. Den ersten, den ich gemacht hatte, der ist jetzt auf 2,9 bar. Ich denke, die anderen werden es auch sein. Laut dem geeichten Druckauffüllsystem sollten die alle jetzt so bei 2,9 bar sein. Jetzt gucken wir uns mal den Verbrauch am Schluss an. Also, ich war am Ende jetzt eben bei 14,9. Die Fahrtlänge waren... Ja, 50 Kilometer müssen das rund sein. Ich werde das jetzt nochmal resetten. Ich habe eben ein bisschen spät resettet. Ich denke mal, es sind 50 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit übrigens 81 km/h. Also so, dass auch der Effekt des Ganzen deutlich wird, denke ich mal. Wenn man jetzt nur Stadt gefahren wäre, wäre das, glaube ich, ein Unterschied gewesen, weil dort der Rollwiderstand nicht so relevant ist wie auf der Landstraße und auf der Autobahn. So, das Ganze resetten wir jetzt mal eben. Dann haben wir auch gleich die richtige Fahrtdauer, so dass wir die Information dann unten nochmal einblenden. Beziehungsweise ich natürlich, wenn ihr sie sehen könnt. 14,9 resette ich jetzt auch mal eben. Ja, und dann geht es jetzt auch schon weiter. Ich melde mich zwischendurch und dann melde ich mich, wenn wir wieder da sind, mit einem kleinen Fazit. Ich werde dann sowieso laden müssen, denke ich mal, nach dem ganzen Hin- und Her-Gedengel. Und wir wollen morgen auch nochmal los, zusammen mit der Familie. Von daher werde ich das gleich ausnutzen, dass ich in meinem Triple Charger stehe und werde das Auto dann gleich nochmal eben vollladen. Aber jetzt fahren wir erstmal. Das kann ich jetzt schon merken. Also da ist eine ganz kleine Kante, über die ich, auf der ich dann stehe. Und die ist schon deutlich härter, das Ganze hier. So, und wieder in den Sportmodus. Die Rekuperationsstufe wieder auf Nada. Den Auto-Hold aktiviere ich immer noch ganz gerne. Ja, zu der Tour eben. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich in den Orten nie 10 km zu schnell war und auf den erlaubten Strecken, Autobahn sowie auf der Landstraße immer 10 km/h über dem Limit, beziehungsweise Autobahn, eingangs erwähnt, bei 130 km/h. Dass viele deutlich schneller waren, das hat man, habe ich gesehen, das werde ich nachher ausblenden. Ich will euch jetzt nicht mit langweiligen Fahrvideos nerven. Von daher könnt ihr mir glauben, da sind einige Richtung Cuxhaven richtig fix unterwegs. Ja, sollen sie machen, ist in Ordnung. Ich denke, mit 130 kann man ganz gut reisen. So, und dementsprechend müsst ihr selber für euch gucken, wie weit das relevant ist, solche Tempos zu fahren. Landstraße 110 bei 100, 80 km/h Limiter bei 70 km/h vorgegebener Geschwindigkeit. Ich habe mal eine Abgleichsfahrt mit GPS gemacht, also da sind locker 5 km/h Luft drin. Und ich denke, das liegt alles im Bereich des Tolerierbaren, ohne dass man da jetzt den Finger heben muss und du machen muss. So, und ich melde mich gleich. So, und jetzt geht es schon ab auf die Autobahn wieder Richtung Cuxhaven. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich fix gehen wird wie eben. Wir schön gemütlich 130 fahren können. Ja, und dann gleich mal sehen, wo der Schnitt liegt. Jetzt mit Autobahnauffahrt bin ich bei 14,8 übrigens. Und am Ende wird es dann wahrscheinlich wieder bei 16 liegen, wenn ich runterfahre. Wir gucken mal. So, da kommt gleich das Schild hinter dem. Sieht man es noch? Ja, da die Abfahrt. Hagen. Das ist die Abfahrt, die ich gleich nehmen werde wieder. Dann geht es wieder über die Dörfer und Landstraße zurück. Den Ausgangspunkt. Derzeitig liegen wir jetzt im Moment bei 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und dann werden wir mal gucken, ich blende das unten ein hoffentlich, wie der Vergleich ist gegenüber dem Wert mit 2,5 bar. Wir liegen jetzt zwischen 2,9 und 3 bar. Vorne auf dem Rad hat er 3 bar, hinten 2,9 bar. Ja,
denke mal, ein bisschen Wärme wird natürlich drin sein, wobei die Reifen eigentlich auch warm gewesen sind, als ich den Luftdruck verändert habe. Das habe ich bewusst so gemacht. Und dann gucken wir jetzt mal. Ich denke mal, mehr als 3 bar wird es nicht gehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich wirklich jetzt denke, das Auto ist lauter geworden. Er rumpelt mehr. Also das hört man jetzt, glaube ich, nicht im Hintergrund, aber wenn er über Dehnungsfugen fährt, diese Teertrennkanten zum Beispiel zwischen irgendwie Platten, das hört man doch deutlicher. Klar, das sind kleine Schläge, die gehen sofort in den Innenraum, die werden über die Fahrwerksbauteile in die Karosse übertragen. Die kleinen Schläge hört man mehr. Auch jetzt leichte Vibration auf dieser schlechten Straße. Hört man und merkt man deutlicher natürlich als mit 2,5 bar. Übrigens ganz interessant an der Stelle, das LCAS, also das Lane Keeping Assistant, erkennt, wenn die Fahrstreifen jetzt wie eben jetzt waren, jetzt sowieso ohne Mittelstreifen, erkennt das sowieso nicht, aber auch da, wenn der Seitenrand unbefestigt ist, so wie jetzt hier auf der Landstraße eben, scheint er das nicht zu erkennen. Also ich habe ständig ein weißes Zeichen, was heißt, dass er inaktiv ist. Grün würde ja heißen aktiv und hilft bei der Lenkkraftunterstützung bzw. lenkt auch autonom, je nachdem wie man es eingestellt hat. Also ich habe da auch die maximale Lenkunterstützung eingestellt. Aber das war mir auch neu. Also ich fahre hier jetzt nicht so oft lang und so einen unbefestigten Seitenrand habe ich eigentlich sonst nicht auf meinen Touren. Dass er den aber auch gar nicht erkennt, war mir neu. Also je nach Untergrund muss man ganz deutlich sagen, ist das hier deutlich lauter. Es hängt natürlich immer ein bisschen von der Straße ab, aber die Abrollgeräusche sind bei 2,9 eigentlich, deutlich lauter. Also das merkt man schon. Zudem, wer mein Ayane kennt, das blende ich unten nochmal eben gerade das kleine Video dazu ein, ist mein Ioniq ja tiefer gelegt mit H&R-Federn, hat zudem 18 Zoll Bereifung drauf. Zwar nur mit 205er Reifenbreite, also wie original, aber deutlich weniger Luft. Dadurch ist der Komfort natürlich eingeschränkter, ohnehin. Und wenn man dann noch mehr Druck auf dem Reifen hat, tut das sein Übriges, sodass wir da das deutlich merken. Jetzt fängt das Bild auch wieder an zu zittern bei der schlechten Straße. Das merkt man einfach. Ah, jetzt sind wir schon wieder auf der alten B6, die nennt sich so hier, intern, und liegen bei einem Verbrauch von 15,5. Bin ich mal gespannt, war 15,4 jetzt gerade sogar, ist glaube ich weniger als vorhin. Und langsamer waren wir definitiv nicht. Also Leute, lautere Abrollgeräusche hat man, gerade auf der jetzt gar nicht so schlechten Straße hier hört man das dann deutlich. Und auch die Schläge in den Innenraum sind mehr Verbrauch. Ich wage mal eine Prognose, der wird sparsamer sein. So, haben wir schon wieder fast geschafft. Ich sehe die Tankstelle schon. Ich weiß gar nicht, ob man uns auf dem Video sieht, aber es sind jetzt vielleicht noch 300-400 Meter. Ja, Verbrauch, da muss ich gleich noch mal gucken, wenn ich mein Fazit mache. Ich bin jetzt gerade bei 14,3. Ist weniger auf jeden Fall. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie viel weniger. Das muss ich gleich nochmal gucken. Und dann entscheide ich für mich mal, nachdem ich gleich mal an CCS gehängt habe, ob es mir das wert ist. Also, ja, ist ein bisschen lauter den Abrollgeräuschen, wobei das wirklich vom Untergrund abhängig ist. Also, wenn es eine schön geteerte Straße ist, so wie eben am Ende, dann soll mich das gar nicht stören. Und wenn es ein rauer Asphalt ist, dann hört man es halt mehr. Auf der anderen Seite sind die Stöße in den Innenraum doch stärker zu spüren. Und das ist doch für mich so eine kleine Komforteinbuße, die ich ohnehin aber eher bereit bin zu tragen, weil ich ja, wie gesagt, den Ioniq ohnehin tiefer gelegt habe. Ja,
Also gucken wir gleich mal. So, hängen wir jetzt an meinem Triple Charter und jetzt gucken wir uns mal eben die Ergebnisse an. Dazu muss man eben hier weiter scrollen. Verbleibende Ladezeit 33 Minuten. Das ist dann bis 94%, aber das werde ich auch wohl durchziehen. 21% hatte er eben. Bevor ich mir da ein bisschen was hier angeguckt habe, war er bei 17%. Also 4% hat er jetzt auch schon. Egal. Übers Laden reden wir heute nicht. Wir reden hier drüber. 14,3. Hinfahrt war 14,9. Das heißt, wir sparen durch Erhöhung des Reifendruckes 0,6 Kilowattstunden auf 100. 0,6 bei circa einem halben Bar. Das gucken wir uns jetzt mal eben an, wo ich bin. Ich bin jetzt bei, was ich vorhin sagte, vorne 3, hinten 2,9 und war vorher bei 2,5. Also circa ein halbes Bar mehr. Bringt an der Stelle dann die 0,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, Fahrt kann man sich auch nochmal eben angucken. Ups, da war ich schon wieder schnell. So, welcher war das? Der hier. 79 km/h, 60 Kilometer sind das sogar. Dann habe ich vorhin sehr spät eingeschaltet. Durchschnittsgeschwindigkeit war ein bisschen unter 80. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich von Start angemacht habe. Das heißt, die ganze Strecke durch die Stadt eben hat er natürlich damit reingezählt. Und das merkt man dann am Ende. Aber 80 km/h ist doch eine Ansage. Ja, Fazit vom Ganzen. Schwierig. Es sind definitiv 0,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die ich gespart habe. Das ist beim Ioniq jetzt... das ist ja gar nicht so viel. Also da muss man wirklich die Komforteinbußen dann sich so ein bisschen gegenrechnen und überlegen, ob es dann einem wert ist oder nicht. Bin ich ganz ehrlich. Also ich werde damit jetzt mal 2-3 Mal zur Arbeit fahren, also die Woche über. Am nächsten Samstag ist dann ein großes E-Auto-Treffen in Dille. Und bis dahin werde ich mich entschieden haben, ob ich dann mit diesem Druck weiterfahre oder eben nicht. Also es ist im Auto definitiv ein bisschen unruhiger und die großen Ersparnisse hat man da an der Stelle einfach nicht. Von daher, ja, ich wollte es einfach mal aufzeigen, was ist der Unterschied. Habe ich hiermit getan. Ich hoffe, ihr mögt das Video. Gebt mir ein Like vielleicht. Würde mich darüber freuen. Ja, und ansonsten zieht sich da jetzt jeder die Erkenntnisse raus, die er für sich benötigt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wäre ich durch die Stadt gefahren, wäre der Effekt kleiner gewesen, weil in der Stadt spielen aerodynamische Geschichten eher eine untergeordnete Rolle und dazu gehört auch ein verringerter Rollwiderstand aufgrund von mehr Druck auf dem Reifen. Ich gucke jetzt mal, wie ich zur Arbeit, aber Arbeit ist bei mir auch so ein Weg, also ich fahre wirklich viel Autobahn, ne? Also ja, ich gucke mal, wo ich dabei rauskomme. Es fehlt ja auch noch das Video, das kommt dann nächste Woche über meine Pendelstrecke, da haben wir wieder ein paar schöne Temperaturen und da würde ich dann einfach auch mal gucken, dass ich das Video nachhole, damit man einen Vergleichswert hat von dem Ioniq jetzt dann zum Fiat 500e, den ich schon gedreht habe, zum iPace. Dann versuche ich nächste Woche noch auf jeden Fall mal den aktuellen Smart zu bekommen. Vielleicht kriege ich auch die Vorgeneration. Und dann sammelt sich das so langsam an mit den Erkenntnissen zu Pendeln auf Autobahn, wo das Thema Rekuperation aufgrund der Topografie einfach keine Rolle spielt. Aber das dann in anderen Videos. Hier ging es jetzt nur um den Verbrauch auf einer 60 Kilometer Strecke. Und viel Landstraße, viel Autobahn bei verschiedenen Drücken auf den Rädern. Einmal 2,5, einmal jetzt bei 2,93 Bar. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.